bin in Beuron, das ist an der Donau. Ich werde heute schon durchstarten. Hier noch die Karte. Gehe jetzt zuerst mal hier hoch. Da alles oben durch. Hier und dann hier weiter. Gestartet bin ich im Naturpark Obere Donau in Beuron, das große Klosterdorf. Ich war unterwegs bis nach Inzikofen, nach rund 31 Kilometer Wanderstrecke. Ich hatte unterwegs sehr schöne Aussichtspunkte, so zum Beispiel der Altstadtfels, den Bandfelsen, der Hoherfelsen, Bischofsfelsen und so weiter, wie sie alle hießen. Ich kam auch bei schönen Burgen vorbei, so zum Beispiel die Burg Wildenstein. Auch hatte ich noch ein Schloss unterwegs. Das Schloss Bronnen sah ich von Weitem. Dann auch noch das Schloss Gutenstein, wo ich vorbeigekommen bin. Wobei, das ist ganz ein kleines Schloss. Ich hatte auch noch diverse Ruinen. So zum Beispiel die Ruine Linzenberg oder die Ruine Wagenburg oder sehr bekannte Ruine, leider nicht zum Besichtigen, die Ruine Dietfurt. Ja, ich möchte einfach sagen, lasst euch überraschen und schaut den schönen Film an. Das Kloster. Noch ein Blick auf den Bahnhof von Beuron. Folge dem Weg 80 Meter. Und dort oben bei diesem Felsen komme ich, glaube ich, heute noch vorbei. Schönes Tal, das Donautal. Da sieht man den Bahnhof. Da die Felsen. Da hier habe ich einen von den steilsten Aufstiegen von heute. Zum Glück geht es am Anfang ziemlich berghoch. Nachher, dann die größere Hitze kommt, ist es dann nicht mehr so schlimm. Schon die erste interessante Einschnitt hier.
Da komme ich jetzt zum sogenannten Alpenblick hoch. Mit dem Ausblick zum Schloss Brohlen. Schon ziemlich ein Ausblick hinter mir. Da drüben ist das Schloss Brohlen. Da unten schon die Donau. Da komme ich wieder zu einer Aussichtsplattform. Gespannt, was man da alles sieht. Und da oben ist. Ah, oh, sieht schon vielversprechend aus. Oh, ist das schön. Oh, schaut mal. Da, das Kloster Beuron, wo ich gestartet bin. Bahnhof, die Donau. Sieht man ganz schön. Und hier auf dieser Seite das Donautal runter. Ja, das ist schön da oben. Oh. Wunderschön. Nochmal ein Blick auf das Kloster. Das Donautal hinunter. Heute ist wirklich eine ganz schöne Tour. Sehr schöner Ausblick ins Tal runter, ins Donautal. Auch die Wege sind sehr schön. Bis jetzt nur gerade um den Bahnhof herum war geteerte Straße. Sonst habe ich bis jetzt alles Naturwege gehabt. Toll da oben. Da vorne haben wir die Burg Wildenstein. Eine Jugendherberge. Mal schauen, ob man da rein kann. So wie es aussieht, ist alles geschlossen. So schade. Jetzt eine Jugendherberge drin. Schauen, trotzdem. Aber wahrscheinlich, so aussieht es nicht offen. Schönes Tal. Und hier noch ein Teil vom Schloss. Das Schloss, oder besser gesagt, die Burg, ist sehr gut geschützt. Es ist wahrscheinlich sehr schwierig, diese Burg einzunehmen. Muss ich dieses Tal hier wandern. Ein sehr schöner Weg, ein Bergweg. Ist wieder ziemlich ins Tal runter, dass ich dann nachher wieder hochsteigen kann. Das war sehr schade, dass das Schloss geschlossen hat. Aber es ist halt so jetzt, wegen dieser blöden Krise. Ich habe wieder einen ganz steilen Aufstieg. Geht wieder ziemlich rauf hier.
da komme ich sicher wieder zu einem neuen Highlight von heute. Dieser Ausblick da oben, den muss man einfach gesehen haben da. Oh, ist das schön. Da drüben das Schloss und wieder ins Donautal runter. Diese Brücke bin ich auch schon gekommen. Wunderschön. Das ist so schön da oben. Da drüben das Schloss Werrenwag. Die andere Seite. Und hinten sieht man die Berge. Auf dem Dunst. Das ist wieder Donauseite. Schöner Boden und wieder so ein grandioser Aussichtspunkt. Ganz ein schöner Waldweg. Überhaupt sind die Wege heute so schön. Sehr gemütlich zum Gehen. So ein ganz schöner Ausblick ins Tal runter. Bis jetzt hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Hier oben stand eine Burg, die Wagenburg. Da wissen wir, hat es zwei Burgen. Hier, diesen Flecken, stand die Burg. Wunderschön, die Donauschlucht. Aber streng. Wow. Da bin ich schon wieder bei einer Burg. Da hier draußen stand die Burg. Da hatte man ganz schöne Aussicht auf die Donau runter. Da oben rechts ist auch eine Ruine. Da habe ich erreicht, die Donau. Habe schon aber bald wieder einen Aufstieg. Heftigen, wo ich aber eine Abkürzung machen kann.
Das ist die sogenannte Bettelküche. Schon wieder mit einem starken Ausschnitt begonnen. Das ist jetzt zweitletzte. Und nach dem zweiten bin ich dann am Ziel. Eine Hochebene. Tal kommt da vorne zu einer Ruine. Die ist leider auch privat und kann nicht besucht werden. Das ist schade. Aber es ist so. Ich habe das letzte Dorf verlassen. Die Donau ist da ganz drüben. Da hinter diesem Hügel. Da wohnen wir auch. Die ersten Häuser von Inzighofen. Mein Etappenziel. So, ich habe es jetzt dann geschafft. Bin jetzt dann am Etappenziel. Resümee von der heutigen Wanderung. Es war eine sehr, sehr strenge, aber sehr schöne Wanderung. Es ging relativ viel bergauf. Und dann natürlich auch wieder bergab. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich würde es noch einmal machen. Das ist das ehemalige Kloster. Ziemlich eine große Anlage. Oh, da ist die Busstation endlich erreicht. So, jetzt habe ich's.